Und zwar wieder mein Zeitverzögerungstrank. Von denen haben wir ja so wenig. Wieder verdammt viele. Und noch eine Grabungsstätte. Danke dir. Kötilein. Köti mit den Klöti. Und wieder meine Gesichtstätowierung. Lasst Groß ist sie. Meiner! Ihr habt schon viele ermordet. Ihr gehört jedenfalls nicht zu Sabine Vagabunden. Das ist sicher. Aber ihr sterbt wie sie. Warte mal. Warte mal. Oh! Das ist der erste Boss, oder? Oh! Ah. Komm, komm. Betrug! Oh, der Cheater mit dem Gewehr. Ja, kannst du nur Molotovs schmeißen. Oh, shit. Ich treffe lieber mit dem Schwert ab. Oh, shit. Oh! Mir geht's überhaupt nicht gut. Komm, komm. Oh, ich kann nicht mehr abwehren. Was ist denn? Hier geht's besser. Ah, was ist denn, wenn ich das mache? Ja, ich dachte, ich wäre jetzt ein bisschen schneller. Verpisst euch! Ich habe gar nicht gesagt, dass ich gewinne. Seid ihr immer noch in der Überzahl? Mit Fitness gewinnst du alles. Ich wollte den Kleinen treffen. Nicht den Boss. Der raucht. Ist immer im Weg, Mann. So. Warte, muss nachladen. Oh, shit. Fickt euch. Ja! Oh, shit! Hat der irgendwie aufgehängt? Ich stelle mir dasselbe. Komm. Niemals! Au! Oh. Was ist denn das? Ich bin jetzt stärker. Nein, nein, nein! Ich habe auch was. Oh shit, das war's. Meine Arme fliegen. Bleib mal stehen, ey. Was für ein Benehmen hier. Lass meine Malz fliegen in Ruhe. Wenn die wegen euch sterben. Niemand fasst hier an. Wartet. Ah, shit! Na los, schlag zurück, Boss! Scheiße! Immer einer bleibt übrig von denen! Ich will lieber den anderen treffen, nicht ihn! So, jetzt! Komm, komm! Weg bin ich. Das ist sehr gut für mich. Bist du auch mal tot? Oh. Komm, komm. Ja, richtig gut geblockt. Kacke, 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 kacke. Ah, das ist ja nur ein Ausweichen hier. Und aufladen. Ah. Danke. Ich
Au! Bevor das noch Geist nicht gewinne. Niemals! Ja, ja, was für ein Witz. Hey, nochmal, verpisst euch! Ich mag diese. Oh! Du bist ein Arschloch! Ah, jetzt reicht's ja! Stirb, du Bastard! Wir sind zwar nur Söldner, aber auch wir haben einen Ehrenkodex, wie andere Soldaten. Wir verschonen die Vagabunden, unabhängig davon, was ihr tut. Das ist das Versprechen eines Kriegers. Ich werde dich natürlich verschonen. Schließ dich meiner Mannschaft an. Auch wenn ich all deine Männer umgebracht habe. Das vergesse ich nicht. Lass den Fremden gehen! Ja! Danke! Du Zinnsoldat, wo ist mein Hund? Na, scheißegal, ich hab gewonnen. Ich geh jetzt zur Siegesstraße und hol meinen Sieg ab. Bin ich jetzt böse? Ein weiterer Schritt auf eurem Weg zur Herrschaft. Dass ihr Seker verschont habt, hat viele seiner Anhänger gewonnen. Die Kunde eures Mitgefühls und eurer Stärke verbreitet sich. Geil! Er hat doch an meinem Teil-Team mitgemacht. Öffne dich! Hier speichere ich kurz. Ah, hallo! Hallöle! Ja, Spielverwaltung, glaube ich, ne? Ja, schnell speichern. Warte mal, ich will mich umziehen. Neue Kleidung ist verfügbar. Ja, das habe ich mitbekommen. Wie kann ich mich drehen? Also, warte mal. Gesicht. Rechter Arm sehe ich eh nicht, linker Arm, Brust. Ja, ich warte noch mit dem Tätowieren, bis ich... Oh, guckt ihn euch an. Ah, euer treuer Gefährte. Hier könnt ihr sehen, welche Fortschritte er macht. Seine Kampffertigkeiten, neu erlernte Tricks, sowas. Na, er wird langsam aggressiv. Gut, wie viele Siedlinge habe ich? Wieder mal gleich viel wie vorhin. Liebhaber-Ausdrucksmittel mit Tanzen, Umarmen und Küssen. Ah, ja. 10 gibt 15. Warte mal. Was ist denn das? Familienpaket. Heirat. Ah, Haus kaufen. Gut, das muss ich nehmen. 15, 5, 5. Das ist ein bisschen das, was immer am Rande so. Ja. 15, 25, 25 und 30. Wenn ich das jetzt richtig gezählt habe. Dann habe ich nachher noch 43 Gildensiegel. Das nehme ich sehr gerne mit. Auch das hier. Backenküsse und all das. Ich glaube, ich werde mir jetzt dann bald eine Frau holen, die mich auf meinen Abenteuern begleitet. So in jeder Stadt eine Frau und mindestens 3 Häuser. Das Familienpack und den habe ich schon aufgemacht. So, richtet ja mehr Schaden und wohl immer dasselbe. Hm? 40, ich hole mir jetzt aber den Blitz. Den Schocker. Jawoll. Wie auch immer ich den einsetze. Mehr Schaden und all das, das kann ich später mal nachholen. Denn, ja, ich bin ja sonst schon ein harter Kerl. Hm? Ja, ja, danke, danke. Wanted. Wanted. Hey, den habe ich doch gerade vermöbelt. Saker. Bedeutsamer Anlass, Sir. Euer erster Sieg in der Schlacht.
Ich bin kein Nahkampfexperte, aber die Tatsache, dass ihr nicht tot seid, zeigt, dass ihr euch wacker geschlagen habt. Unfassbar, dass ich euch vor ein paar Tagen aus eurem bequemen Bett geworfen habe. Mir scheint, ihr habt zwei der Aufgaben erfüllt, die Sabine euch gestellt hat. Wenn ihr nach Brightwall zurückkehrt, wird Walter euch sagen, wie ihr die letzte Bedingung erfüllen könnt. Hä? Zwei? Was habe ich denn getan? Ich habe bloß eine gemacht. Ich habe die Männer besiegt. Oder wie war das? Ich habe vergessen, was ich machen muss. Kann ich hier irgendwo meine Quests angucken? Sir Walter wartet immer. Hier vielleicht? Zoom, was ist denn das? Ein seltener Lager. Ah. Zeig mal, Brightwall. Preis. Pff. Frei. Besitzer frei. Zurzeit nicht verkäuflich. Zustand des Hauses 28%. 1900. Ich kann mir ja gar nichts leisten hier. Nicht mal so eine kleine Scheißhütte. 40.000. Kann ich mir auch das hier kaufen? Nee. Was ist denn hier los? Möbelverkäufer. Ja, sieht ja richtig gut aus hier. Trifft Sir Walter in Bright. Was? Dieses Portal. Dieses Portal ist ziemlich nachdenklich. Dämonentür. Muss ich mal angucken. Was ist das hier? Ah, warte mal, ich mache eine Schnellreise dahin. Muss nicht alles laufen, ne? Ja, ich muss mich hier noch ein bisschen an dieses Spiel gewöhnen. Ich bin nicht so ein Roleplayer. Aber ein Player schon. Habt ihr etwas, das ich euch abkaufen kann? Also, haben die schon eine Figur? Wirklich? Kann ich dachte, die hätten schon eine Figur. Wow, redet nicht alle durcheinander. Ich komme gar nicht mehr raus. Vorrat an Tränken in die Schlacht. Ich suche mir eine schöne ihr Frau. Müsst euer Haus verteidigen. Leute diskret aus der Ferne. Warum wollen alle mit mir reden? Da ist eine Hühnerfeder in meinem Bier. Interaktion, Alkohol. Wo ist Sir Walter? Ach ja, der ist hier oben. Ich finde, sie verleiht ihm einen. Ah, warte. Die Tür. Samuel, die Dämonentür. Das ist kein Silberhennenbier. Nein, das ist nur eine Hühnerfeder. Die Dämonentür. Ich will wissen, was sie drauf hat. Sieht ja aus wie ich. Wow. Ich habe mich schon der Welt geöffnet, als sie anders war. Als sie fröhlich und friedlich erblühte. Aber das waren noch andere Zeiten. Heute ist sie ein tragischer Ort. Ich fühle mich schutzlos. Traurig und verlassen. Gibt es jemanden, der nicht böse und verderbt ist? Mutlos und verzweifelt. Jemand, der unschuldig rein und glücklich ist. Eine solche Person, wie jung sie auch sei, könnte meine Schwermut ein wenig lindern. Dann würde ich mich der Welt wieder öffnen. Ich bin. Gut. Du Scheißbrocken. Könnt ihr mir nicht irgendetwas zeigen? Etwas für mich erschaffen? Feuer! Ja? Nicht? Gut. Seid ihr verheiratet? Vielleicht könntet ihr... Und du? Auch schwanger? Grabungsort! Ah, falsche Tasse. Jo, ich grabe. Ein Heimwerker hat's schwer, ein Heimwerker hat's schön. Ja. Ah, ein bisschen Gold, das ist gut. Ja, wenn ich ja Gold brauche, gehe ich einfach wieder Gitarre spielen.